Herzlich willkommen hier zum nächsten Video und heute haben wir ein paar Anfängertipps für die ganzen neuen Clash-Spieler, die wir jetzt sicherlich haben werden. Alle wollen natürlich so schnell wie möglich Rathaus 14 sein. Heute wollen wir uns mal anschauen, wie wir denn auf dem schnellsten Weg dahin kommen und welche Tipps und welche Tricks es da so gibt. Ihr seht ein frisch gebackenes Rathaus, zwei frisch aus dem Tutorial raus. Alles gemacht und jetzt wollen wir uns mal anschauen, was man hier eigentlich so machen kann. Ihr seht schon, es ist ein Haufen Arbeit, die man auf jeden Fall in den Account stecken muss. Also ihr seht schon, da fehlt ein einiges und wir müssen mal gucken, wie wir hier so schnell wie möglich durchkommen, was wir alles machen können. Also viel Spaß hier bei den Tipps. Bis gleich. Hier gleich rein und der erste Tipp geht es natürlich um das liebe Geld. Supercell will natürlich auch ein paar Euro hier mit Clash of Clans verdienen. Wenn ihr aber keine Gems kaufen wollt, also kein Geld ins Spiel kaufen wollt, könnt ihr hier unten erstmal auf Shop gehen und da kann man alles kaufen, was man nur will. Wenn ihr aber kein Geld ausgeben wollt, dann spart die Gems, die ihr bekommt. Besonders hier. Für die neuen Bauhütten, da könnt ihr hier oben draufklicken und da könnt ihr alles machen. Und hier unten seht ihr, Bauhütte kostet 500 Gems. Ist ganz wichtig, so viele wie mögliche Bauhütten zu bekommen. Deswegen gebt keine Gems aus, um hier irgendwelche Gebäude, Moment, um hier irgendwelche Gebäude fertigzustellen. Also ihr könnt hier draufklicken und jetzt könntet ihr jetzt beenden mit einem Gem machen. Aber lasst das, spart die Gems, das ist ganz wichtig. Wie bekommt ihr welche? Ganz einfach, ihr könnt hier zum Beispiel die ganzen Hindernisse wegräumen, die es hier so gibt und dafür bekommt ihr Gems. Können wir einfach mal durchgehen. Vielleicht haben wir jetzt Glück und bekommen gleich welche. Es sind drei Juwelen gefunden, also sehr wichtig, macht das alles weg. Und spart die Gems, dass ihr so schnell wie möglich die dritte Bauarbeiterhütte habt. Und dann noch eine vierte und eine fünfte. Das ist wichtig. Also immer sparen. Wie kommt ihr noch drauf? Hier oben bei der Nummer 3 könnt ihr auch gucken auf das Profil. Und hier gibt es ganz viele Sachen, die ihr machen könnt. Wenn ihr das Rathaus auf Level 3 erweitert, dann kriegt ihr auch 5 Gems. Und. Das füllt sich im Laufe des Spiels von ganz alleine. Und das wird auch immer mehr. Supercell macht da immer recht viel. Deswegen wartet einfach drauf, macht hier eure ganzen Gebäude weg und dann bekommt ihr auch genügend Gems. Aber wir müssen dann erstmal ein bisschen farmen. Jetzt seht ihr. Also, einfordern. Wunderbar. Das heißt, wir haben schon wieder 5 Gems. Das heißt, 300. Es fehlen nur noch 199 und dann können wir die dritte Bauarbeiterhütte holen. Dann geht das Bauen definitiv schneller. So, und jetzt aber genug der Gems. Wie gesagt, alles in die Bauhütten investieren und später dann, wenn ihr ein bisschen weiter höher seid, dann könnt ihr das für die Helden nutzen, dass sie nicht so lange pennen, aber so weit sind wir ja noch nicht. Wie gesagt, baut so schnell wie möglich alle Bauarbeiterhütten aus. Das ist einfach das Beste, was ihr machen könnt. Und jetzt gehen wir weiter zum nächsten. Als zweites die Clanburg hier, das Gebäude hier, das müsst ihr so schnell wie möglich bauen. Dann könnt ihr in einen Clan und könnt mit anderen Spielern zusammenspielen und andere Spieler können euch Truppen spenden und ihr könnt den anderen Spielern Truppen spenden. Ist richtig geil. In einem Clan kann man auch Clankriege machen, kann man eine Clankriegsliga mitmachen und man kann auch Events mitmachen. Also so schnell wie möglich versuchen, die Clanburg auszubauen. Ihr seht, die kostet 10.000 Gold. Das heißt, ihr müsst natürlich eventuell noch eure Goldlager hier erweitern. Die können ja nicht so viel lagern, aber deswegen braucht ihr erstmal Ressourcen. Wie kommt ihr am schnellsten zu Ressourcen? Das ist dann auch schon Tipp 3. Tipp 3 sind die Einzelspielermissionen. Im Normalfall könnt ihr hier auf Kampf finden gehen und natürlich hier ein paar Truppen, müssen wir jetzt ausbilden. So, tippen wir einfach mal lang drauf. Also im Normalfall könnt ihr, wenn ihr auf Angriff geht und wir Truppen haben, das ist natürlich super, dass ich jetzt keine hatte. So, die ersten Truppen sind fertig. Also ihr könnt hier auf Kampf finden gehen. Okay, und dann könnt ihr versuchen, bei anderen Gegnern quasi Ressourcen zu holen mit euren Truppen natürlich. Ihr seht schon, hier ist auch die Klammerburg noch nicht ausgebaut und hier sind recht viele Truppen. Recht viele Ressourcen da, könnte man jetzt rein theoretisch holen, machen wir nicht. Was wollt ihr machen? Ihr wollt hier auf Einzelspieler gehen und wollt hier auf diese Kobold-Missionen gehen, weil hier
kriegt ihr ganz einfach ganz viele Ressourcen. Schaut es euch an. Ihr müsst natürlich mit ein paar mehr Truppen reingehen, also mit drei Barbaren. Dann könnt ihr hier die Base ganz einfach flachlegen und dann habt ihr schon mal 1500 von beiden. Und dann könnt ihr euch ganz schnell euer Dorf ausbauen. Und das zieht sich, wie ihr gucken könnt, richtig weit nach unten. Das wird natürlich immer schwerer und deswegen müsst ihr euer Rathaus ausbauen. Und dann gibt es auch richtig viele Ressourcen. Und wenn ihr euer Rathaus ausgebaut habt und dann immer mehr solche Einsätze macht, dann bekommt ihr auch relativ schnell eure Clanburg und natürlich hier euer Rathaus nach oben, was ganz wichtig ist. Und dann kommen wir schon zu Tipp 4. Der nächste Tipp, der dreht sich ganz um die Trophäen. Wenn ihr hier einen Angriff macht, schauen wir uns das gleich mal an. Dauert einen Moment, dann sucht ihr einen Gegner, dann könnt ihr den Angriff machen. Und für jeden gewonnenen Angriff, da bekommt ihr Trophäen für jeden verlorenen Angriff. Da werden euch welche abgezogen, je nachdem, wo ihr hingehen wollt. Nur, was ist denn jetzt los? Jetzt will hier kein Gegner finden. Geht auch normalerweise relativ schnell. Also wir schauen nochmal, also wie gesagt, macht euch auf jeden Fall am Anfang überhaupt keine Platte, welche Trophäenhöhe ihr habt. Da farmen, wo ihr am liebsten farmen wollt. Da einfach hingehen, wo es euch am meisten Spaß macht. Je höher ihr kommt, desto besser werden die Gegner und desto schwerer wird es für euch, Ressourcen zu bekommen. Deswegen bleibt immer auf ungefähr derselben Höhe und farmt dort einfach. Und wenn ihr dann offline geht, dann können euch andere Gegner auch angreifen. Aber das ist überhaupt nicht schlimm, das können sie machen. Da verliert ihr zwar ein paar Ressourcen, aber das ist nicht weiter schlimm. Ihr kriegt nach jedem Angriff auch ein extra Schild, der euch beschützt vor weiteren Angriffen. Deswegen, also macht euch nicht fertig. Wir machen jetzt hier einfach erstmal einen Angriff. Und wenn der Angriff durch ist, könnt ihr hier natürlich Trophäen abstauben und dann in der Liga steigen. Die Liga ist jetzt nicht wirklich wichtig. Da könnt ihr eigentlich nur Liga-Bonus sammeln. Das heißt, wenn ihr gewinnt, dann kriegt ihr einen extra Bonus. Wir gucken jetzt einfach mal den ersten Fight hier durch. Und wenn hier das Rathaus weg ist, dann kriegt man einen Stern. Wenn man einen Stern hat, hat man automatisch den Kampf gewonnen. So, ihr seht es, großartig. Wir gehen jetzt hier mal raus. Also, ihr seht es, wir haben jetzt hier Sterne bekommen und 15 Pokale. Die 15 Pokale reichen uns jetzt hier noch nicht, um in eine Liga aufzusteigen. Ihr seht schon, Bronze, Silber, Gold, Kristall, Meister, Champion, Titan und ganz hinten kommt dann die Legendenliga. Die besten Clans könnt ihr sehen, die besten Spieler, die sind ganz weit oben. Da müsst ihr nicht hin. Ihr müsst jetzt erstmal nur sehen, dass ihr in eine Liga reinkommt. Das heißt, für jeden gewonnenen Angriff bekommt ihr dann extra Ressourcen, die ihr dann verbauen könnt. Aber macht euch nicht zu viel Gedanken über die Trophäen und wo ihr da genau seid. Wichtig ist erstmal nur, dass ihr schön farmt und immer die Bauarbeiter in irgendeiner Form und Weise am Laufen habt, dass sie was zu tun haben. Das ist das Hauptziel am Anfang. Und dann kommen wir schon zum nächsten Tipp. Jetzt geht es darum, wenn ihr euer Rathaus ein Level verbessern wollt oder nicht. Am besten ist es immer, so viele wie mögliche eurer Erweiterungen hier erst abzuschließen. Und wenn es abzusehen ist, dass ihr nur noch eins, zwei habt, dann könnt ihr das Rathaus anschmeißen und dann die restlichen Verbesserungen noch fertig machen, sodass ihr quasi, wenn ihr die nächste Rathausstufe erreicht, auch wirklich ein komplett fertiges Rathaus habt. So habt ihr es dann weiter hin einfacher dann quasi das neue Rathaus auszubauen und ihr habt nicht so viel, was ihr noch machen müsst. Es ist einfach wirklich besser. Hier bei den kleinen Rathausstufen ist es noch nicht ganz so wichtig, aber je höher ihr kommt, desto besser ist es, erst das Rathaus komplett fertig, alles fertig zu haben. Auch die Mauern, auch wenn es keinen Spaß macht. Ich kann es euch sagen, ich habe drei Max-Accounts, das macht definitiv keinen Spaß, aber ihr müsst das machen, ihr müsst euch da ab und zu mal zwingen. Wenn ihr natürlich wollt und wollt hochgehen, weil ihr jetzt eine Truppe unbedingt haben wollt, dann macht das. Es ist natürlich nicht verboten. Aber ihr müsst versuchen oder ihr solltet versuchen, das Rathaus so weit wie möglich auszubauen, alles fertig zu bauen und dann erst hochzugehen. Das macht euch das Spiel einfacher, kann ich euch versprechen. Und dann gehen wir auch schon zum nächsten Tipp. Was solltet ihr als erstes ausbauen, wenn ihr eine neue Rathausstufe habt? Erst die Verteidigung, erst der Angriff. Eine schwere Frage. Ich kann euch sagen, baut als erstes die Angriffssachen aus. Also, die Kasernen, die Armeelager, ganz wichtig, die braucht ihr natürlich,
um so viel wie möglich Ressourcen zu sammeln. Eventuell kann es da möglich sein, dass ihr erst die Lager ausbauen müsst, bevor ihr überhaupt die Gebäude ausbauen könnt. Aber wichtig ist, baut als erstes eure Angriffsstrategie oder eure Angriffstruppen aus. Das heißt, die Kasernen, die Forschungslabore, sag schon hier, die Zauberlabore. Genau, und dann erst die ganzen Verteidigungen und was da noch alles dazu gehört. Einfach um schneller voranzukommen, um mehr Ressourcen zu bekommen. Deswegen erst die Angriffstruppen ausbauen und dann die Verteidigung. Aber da bekommt ihr schon einen Überblick, was am besten ist, wie gesagt. Also wie gesagt, erst die Truppen oder die dazugehörigen Gebäude und dann den Rest. Und dann gehen wir schon weiter zum nächsten. Einen Tipp haben wir natürlich noch zum Schluss, das Angreifen. Was müsst ihr machen? Wo müsst ihr hin? Also ihr habt es ja vorhin schon mal ganz kurz gesehen. Ihr müsst unten links auf das Angreifen und dann könnt ihr Kampf finden und dann könnt ihr gucken, was ihr macht. Ihr müsst natürlich schauen, wer euch eventuell angreift und guckt mal rein, welche Truppenkombinationen die haben. Ihr müsst die neuen Truppen auch, die ihr dann bekommt, austesten, gucken. Wie gesagt, hier im Einzelspieler, da könnt ihr richtig viele Ressourcen ganz, ganz einfach holen. Das heißt, einfach mal hier angreifen. Und los geht es. Wichtig ist, wie gesagt, dass ihr hier genügend Truppen setzt, dass ihr auch durch die Base durchkommt. Und genau das Gleiche ist natürlich auch in einem normalen Fight. Das schauen wir uns auch gleich an. Wichtig, ihr müsst immer gucken, wie viel Truppen habe ich gesetzt? Wie viel sind diese Truppen wert? Und was hat mich das gekostet, quasi das Ausbauen? Und das muss ich natürlich auch wieder reinholen mit meinem Fight. Das ist ganz wichtig, sonst braucht ihr das nämlich nicht machen. Und eins, was ich euch zeigen wollte, seht mal ganz oben rechts hin. Jetzt habe ich 4000 Elixier und 4000 Gold. Das heißt, mein Elixierlager ist voll. Das heißt, es bringt mir rein gar nichts, wenn ich jetzt losgehe und weiter Elixier farme. Das heißt, ihr müsst dann eure Lager ausbauen oder natürlich irgendwelche Gebäude bauen. Ihr seht, 3 Sterne, volle Ressourcen bekommen. Das heißt, ich habe jetzt hier volle Lager. Das heißt, ich muss jetzt hier erstmal mein Lager ausbauen. Das andere Lager, das müsste ich dann auch mal langsam ausbauen. Wichtig ist, dass ihr dann nicht, wenn ihr jetzt wieder angreift, ihr seht, meine Truppen sind voll. Das heißt, ich baue neue Truppen. Gehe dann wieder los zur nächsten Base. Guck, ob ich dort weiter farmen kann, also das Ressourcen zusammentragen kann. Wichtig ist ja, wie gesagt, wir wollen ja die 10.000 Gold haben, damit wir hier die Clanburg bauen können, damit wir relativ schnell da sind, wo wir hinkommen wollen, in einem Clan, wo wir auch Truppen kriegen, wo dass wir mit mehr Truppen angreifen können. Und seht, jetzt haben wir 20 Barbaren dabei, wir haben aber nur 780 Elixier, die wir bekommen. 15 ist ein Barbar wert, ihr könnt es euch ausrechnen. Das heißt, wir müssen hier einfach weitergehen, weil es sich nicht für uns lohnt. Wenn wir weiter so angreifen würden, könnten wir uns irgendwann keine Einheiten mehr leisten. Deswegen mal gucken, ist natürlich jetzt nicht die beste Armee-Truppenkombination. Hier mit 20 Barbaren, die müsste man ein bisschen tauschen. Hier könnte man auf jeden Fall überall mal ein bisschen was schnorren. Mal gucken, ihr bekommt dann langsam so ein Gefühl dafür, was das Beste für euch ist und was man machen muss. Ihr seht ja schon, das Rathaus ist wesentlich höher, als wir es sind. Deswegen werden wir hier nicht viel rausholen können. Aber darum geht es nicht. Wichtig ist erstmal, dass ihr seht, worum es geht. Und wenn ihr jetzt einen Fight verliert, dann kriegt ihr Pokale abgezogen. Auch nicht weiter schlimm. Am Anfang geht es überhaupt nicht darum. Wichtig ist, dass ihr, wie gesagt, eure Truppen, eure Base hier schön ausbauen könnt. Und ich denke mal, ihr kommt doch relativ schnell mit diesen paar Tricks oder Tipps, die ich euch jetzt gegeben habe, weiter. Und wie gesagt, ihr seht jetzt hier, habt noch schon die nächsten 5 Gems. Das heißt, wir sind schon bei 308. Wenn wir uns jetzt hier noch hinsetzen würden, würden die ganzen Bäume und alles wegmachen, dann kommt man auch schnell auf die 500. Wir hätten die dritte Bauhütte und definitiv dann relativ schnell unser Rathaus auf Level 3, dann auf Level 4. Ich denke mal, auf Rathaus 6 hat man es relativ schnell, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt jeden Tag. Also, das soll es dann auch schon gewesen sein für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video.